So, politischer Stammtisch beendet. Oh, coole Brille, wa? Oliver Pieper's Carol Gern Brille. Thema Hamburg, Demo von Menschen mit islamischem Glauben. Und da hat sich ganz klar gezeigt, blende ich mal oben ein, da, dass der Rechtsstaat in Deutschland nicht funktioniert. Werteunion forever! Dass der Rechtsstaat nicht funktioniert. Warum? Da sind Menschen aufgetaucht, die haben den Kalifat ausgerufen. Haben gefordert, den Kalifat in Deutschland. Wäre ich, die Werteunion oder die AfD, zusammen mit uns an der Macht, dann hätten wir mal gezeigt, wie der Rechtsstaat funktioniert. Nämlich alle, die ein Plakat hochhalten, wir fordern den Kalifat in Deutschland. Da hätten wir, wenn wir an der Macht gewesen wären, ganz klar gezeigt, stopp, wir möchten eure Personalien aufnehmen und hätten, wenn sie keinen deutschen Pass haben, gesagt, ihr müsst Deutschland verlassen. Wir wollen kein Kalifat. Ja, wer als Ausländer unsere Gesetze, unser Grundgesetz nicht akzeptiert, nicht unsere Kultur akzeptiert, der muss ganz logisch Deutschland verlassen. Das passiert mit diesen Altparteien nicht. Jedenfalls wieder ein Beweis, der Rechtsstaat, der ist nicht vorhanden und da muss nachgebessert werden. Und wie? Ganz einfach. Kein Wahlkreuz bei den Altparteien, die müssen weg. Die machen keine Politik für Deutschland und Menschen wählen, die Deutschland freundliche Politik machen wollen. Wir von der Werteunion, AfD und andere Parteien stehen da bereit, um Deutschland zu dienen. Euer Michael Kur von der Werteunion. Hier nochmal in aller Deutlichkeit heraus, so dass es auch die gesamte Welt hört. Deutschland, Politik und Medien, ihr alle solltet euch wohlbedacht positionieren gegenüber den Muslimen, gegenüber dem Islam und gegenüber Allah. Denn wenn die Karten neu gemischt werden und der schlafende Riese wieder erwacht, werdet ihr für das, was eure Hände vorausgeschickt haben, zur Rechenschaft gezogen.